Hallo und willkommen zum heutigen Video, in dem ich euch mal was Cooles, was anderes zeige, denn es ist gerade Herbst und ich zeige euch in diesem Video, wie man selber Apfelsaft macht. Und zwar habe ich dieses Wochenende Apfelsaft gemacht, aus meinen eigenen Äpfeln. Es ist ein Genuss, Nicht zu vergleichen mit irgendwas Gekauftem. Und in dem Video werde ich euch jetzt zeigen, wie das funktioniert. Zuerst benötigt man natürlich einen Apfelbaum. Die schönsten Äpfel von meinem Kloster habe ich natürlich runtergepflückt, damit man sie so essen kann. Die Äpfel für den Apfelsaft kann man auch runterschütteln, da sind kleine Druckstellen ziemlich egal, weil die Äpfel eh schnell verarbeitet werden. Dann kommen die Äpfel in ein geeignetes Gefäß, in dem Fall jetzt einfach eine Schubkarre, und dann werden die Äpfel aber auch richtig sauber gewaschen, denn es befindet sich meistens irgendwie, ja, Vogelkacke und ähnliches dran und das will man durchaus nicht im Apfelsaft haben. Wichtig auch, nur die sauberen, guten Äpfel in die Schubkarre in dem Fall machen und keine faulen Äpfel. Wir wollen ja auch keinen Apfelsaft von faulen Äpfeln trinken. Jetzt wird's richtig laut, die Äpfel müssen zur Maische verarbeitet werden. Ganze Äpfel können nicht wirklich gut zusammen verarbeitet werden. Ich hatte den Vorteil, dass mein Nachbar so einen Apparat hat. Ansonsten gibt es auch einen Handmeischer oder man wirft die Äpfel in die Küchenmaschine, was aber ziemlich aufwendig wird. Ich habe mir dieses Jahr so für 50 Euro gebraucht eine kleine Obstpresse gekauft, die wirklich einwandfrei geht. Die hat so ein Trapezgewinde, wo man das runterdrehen kann und das geht richtig toll. Zuerst muss man diesen Presssack in die Obstpresse reinpacken, damit alles schön dicht abgeschlossen wird. Danach schüttet man die Apfelmeische in die Presse, bis sie fast ganz voll ist. Beim Einfüllen sollte man bereits einen Topf unterstellen, da der Apfelsaft bereits zu laufen beginnt. Das Tuch wird oben komplett um die Maische geschlagen, danach die Halbbretter eingesetzt und die Abstandshölzer jeweils quer aufgelegt. Der Apfelsaft fließt mit wenig Kraftaufwand. Wichtig ist, dass man die Stange nicht mit einem Rohr oder so verlängert, da sonst die Presse beschädigt werden kann. Am Ende muss nicht mit der letzten Kraft gepresst werden, da meistens eh nur noch wenig Saft in der Maische übrig bleibt. Zwischendrin kamen ein paar Kontrolleure, um unsere Arbeit zu kontrollieren. Nach bestandener Kontrolle wird der Apfelsaft in Flaschen gefüllt. Wir filtern ihn durch ein normales Sieb. Wer gerne klaren Apfelsaft hat, muss diesen mehrfach durch einen Kaffeefilter laufen lassen. Die Flaschen werden nun in ein nicht vorgeheiztes Backrohr auf ein Backblech gestellt. Unten auf das Backblech gießt man ca. 1-2 cm Wasser. Den Ofen stellen wir auf Umluft und ca. 75 Grad. Während sich der Apfelsaft erwärmt, nutzen wir die Zeit und reinigen die Obstpresse gründlich. Das ist besonders wichtig, damit keine Obstreste zurückbleiben, die faulen können. Den Apfelsaft lassen wir ca. 30 bis 40 Minuten im Backofen stehen. Danach ist dieser abgekocht und für mehrere Monate haltbar. Wer keine Wegflaschen verwenden will, kann auch zu Plastikbeuteln greifen. Dazu wird der Apfelsaft im Topf auf ca. 70 bis 75 Grad erwärmt und danach in die Beutel gefüllt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Geht raus und nutzt das viele Obst, das wir dieses Jahr haben.